Klar, VR ist eine schöne Sache. Wenn du den Platz für hast und so weiter, und falls du nicht am Kotzen bist, solange du es aufhast. Aber, ich sehe das halt so ein bisschen kritisch, von wegen halt einerseits Platz, ja. Aber die Spiele, die Menge der Spiele, die es dafür gibt, das muss ja mehr oder weniger alles nachgerüstet werden. Was ich total geil fand, war dieser Cyberwith. Falls ihr von dem gehört habt. Das ist ein Teil, da hängst du dich mit einem Gurt rein und das erkennt halt Bewegungen. Ob du kniest oder stehst, rennst oder sonst was. Und dann hast du eine VR-Brille und in dem Vorstellungsvideo hat er dann noch die Wii-Fernbedienung. Und er spielt Skyrim. Und noch ein paar andere Spiele, der hat mehrere gemacht. Das ist ein Österreicher, wie ich rausgehört habe. Ah, das ist ein cooles Teil, nur ist das halt so, kann sich kein normal verdienender Mensch jemals leisten. Außer man nimmt einen Kredit auf, den du 50 Jahre abzahlen kannst. So ungefähr. Ach ja. Es hat sich schon echt viel verändert, technisch-mäßig, in den letzten 20 Jahren. Und 20 Jahre ist eigentlich nicht viel. Hattest du einmal so einen Betonklotz als Handy und jetzt hast du irgend so ein Teil, was übertrieben, ich weiß, 3 mm dick ist und eine bessere Rechenleistung hatte als, oder hat als ein Laptop damals. Und den ganzen Schnickschnack, Fotos machen, Filme machen, gleich auf YouTube hochladen oder auf Instagram. Oder ja, den ganzen Scheiß, den Smartphones halt können. Außer telefonieren. Muha. Denn ein Smartphone kauft man sich ja nicht zum Telefonieren. Tja, wozu denn auch? WhatsApp und Twitter, YouTube, Amazon. Und alle andere Scheiße, aber telefoniert wird eigentlich kaum. Finde ich witzig. Ach ja. Nun gut, wo bin ich denn jetzt hin? Ich meine, ich laber hier und renn hier rum, mach alle Aliens platt, die mir in den Weg kommen. Ja, ist was. Aber ich glaube, das könnte ein paar Roboter töten. Nee, doch nicht. Okay. Glück gehabt. Ach ja, die Zeit vergeht. Und ich weiß nicht, ob es am Alter unter Anführungszeichen liegt, weil ich bin jetzt nicht ungefähr, also ich bin jetzt nicht kurz vor der Rente oder so, aber man denkt ja doch schon öfters mal an früher nach. Erinnert sich ganz gerne mal an die Zeiten, wie es damals vor 5 Jahren war. Und was ich halt jetzt ganz oft die letzten Tage gemacht habe, war mir von Cold Mirror. Ich mag die Frau, die ist... mein Humor. ihre Harry Potter Podcasts angehört und so weiter. Und wenn du da halt hörst, ja, das hat im Jahre 91 gespielt, so, what? 91? Schon so alt? Und dann überlegst du, wow, das ist ja, oh, scheiße, ist das lange her. Und es kommt dir halt nicht so vor, weil du damit aufgewachsen bist. Du hast es mitgekriegt. Und, wow. Ja. Und auch die Special Effects von früher, das war schon cool. Manche Filme taten da echt weh.
Manche Filme tun heute auch noch weh, wenn ich das sehe, was so auf Schläferz läuft. Aber gut, die Titel haben auch zu Recht den schlechtesten Film aller Zeiten verdient. Das ist ja. Oh mein Gott. Und nur weil ein Film alt ist, muss er nicht schlecht sein. Ja, es gibt viele ältere Filme, die cool sind. Was machst du, Kater, jetzt? Nein, Kater, Ka, Mieze. Oh Gott, was tust du? Geh da runter. Ich hab schon wieder die Monitor ausgemacht. Ja, roll dich nur zusammen, du kleines Tierchen. ja, nur weil ein Film alt ist, muss er nicht schlecht sein. Also einer meiner Lieblingsfilme ist jetzt zwar nicht so alt, aber Independence Day. Der ist. Boah! Der ist geil. Der ist richtig gut. Und ja, ich glaube, Will Smith ist einer der Gründe, warum er so genial geworden ist. Wie er halt einfach mal den Alien begrüßt. In your face. Scheiß doch der Hund drauf. Ich knall dir eine. Bam! Das hatte schon Kult. Oh, die Special Effects damals, das war wow. Das war richtig gut. Jetzt hat er schon wieder den Bildschirm ausgemacht. Um Gottes Willen, Tierchen. Ich ändere demnächst, glaube ich, seinen Namen in Trottel oder sowas. Ihn stört es hier nicht. Was gibt es noch für alte, richtig gute Filme? Also, ein Kultfilm, finde ich, ist ebenfalls auch Hot Shots 1 und 2. Die sind ja auch ein bisschen älter. Und die sind gut. Die sind lustig. Die sind zum Schreien komisch. Dumm und Dümmer ist auch so ein verdammt dämlicher Film, der aber so lustig ist. Oh. Ja. Und dann hast du was von Schläferz. Ach. Also ein älterer Film, den ich mir jetzt letztens wieder angeguckt habe, war Jurassic Park, weil er gerade im Prime drin ist. Das ist ein alter Film. Der erste Jurassic Park war aber so genial gemacht. Auch wenn du es siehst, wie extrem der ein oder andere Dinosaurier animiert ist. Ich meine, hallo, es sind Dinosaurier, du kannst sie nicht. In echt Filmen, weil gibt's sie ja nicht. Aber die Raptoren, da wurden extra Kostüme für gemacht. Nein, Katze, du kommst jetzt mal zu mir. Tja, noch. da wurden extra für Kostüme gemacht und das war auch aufwendig. Da wurden Leute reingesteckt und die mussten dann so laufen wie ein Raptor und. Lauf mal wie ein Raptor, du hast nicht viele Möglichkeiten, dir das abzugucken. Oh, das haben sie gut gemacht. Das ist ein alter Film, der ist richtig gut gemacht. Und dann hast du Sharknado. Und das ist ein etwas neuerer Film, soweit ich das noch im Kopf habe, aber um Gottes Willen. Was anderes kann ich dann nicht sagen. Er ist halt so schlecht, dass er schon wieder gut ist und deswegen Kultstatus hat. Aber trotzdem. Trotzdem. So, was ist hier los? Okay. Das schließt nicht ab. Verstehe. So. Besser. Nun gut, ich werde jetzt hier erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
war mal etwas anderes, andere Gesprächsthemen. Und bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann die nächste Aufnahme passieren wird, falls er sich jedes Mal so verhält, dass er vor meiner Tastatur liegt, ohne irgendwelche Tasten zu drücken oder andauernd den Bildschirm auszumachen, die Aufnahme zu unterbrechen und sich einfach so schön brav verhält wie jetzt, dann hoffe ich doch wieder, dass es regelmäßiger passiert. Aber ich kenne den kleinen Racker auch anders. Und zwar, dass er ja einfach alles auseinandernimmt. Nun gut, wir werden es sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst. Ja, da bin ich mal wieder. Ich bin sehr konsequent. Stelle ich fest. Aber ja. Ist halt jetzt so. Kommt halt vor, wenn sich was im Leben ändert, ne? Wie gesagt, dieser kleine Kater, der. Ja, der verlangt schon einiges an Aufmerksamkeit. Das ist aber auch okay. Ich meine, das ist ein Lebewesen, das will Aufmerksamkeit haben. Zumindest bis er, ja, so ein, zwei Jahre alt ist, dann sehen Katzen einen nur noch als Sklaven, der Futter bringt und das Katzenklo sauber macht. Ja. Gut. Außen ist hier. Ich gucke jetzt gerade eben noch den ganzen Außenposten, die hier so sind. Es sind zwei Eisen. Ja, und falls ihr was schmatzen hört, der Kater frisst, glaube ich, gerade sein Kissen auf. Es ist so niedlich. Naja. Also nicht wundern. Ich laufe jetzt gerade mal da hoch zu den Erzförderern und guck, weil viele von denen fertig sind. Naja, doch schon wieder ein paar. So. Dann würde ich ganz gerne das Energieschild hier forschen. Ah. Und jetzt, wo die ja, Cyber Monday Woche und Black Friday Gelumpe Sache war, habt ihr da irgendwie so ein paar richtig geile Schnäppchen geholt? Bei Steam zum Beispiel, da gab es ja jetzt doch schon extrem gute Angebote. Also heute am Dienstag ist es ja noch. Wie zum Beispiel alle Tomb Raider-Spiele mit DLCs etc. statt 245 Euro für 45 Euro, also 200 Euro günstiger. Das ist schon ein gutes Angebot. Da kann man echt nicht meckern. Habt ihr da zugeschlagen? Habt ihr euch was Schickes gekauft? Euch ein Spiel oder DLCs gegönnt? Oder war nichts Interessantes für euch dabei? Würde mich mal interessieren. Ich habe mir für, wie heißt's, City Skylines zwei Add-ons gekauft. Weil die günstiger waren. Zwei. Zum Preis von einem. Kann man sagen. Und das ist dann doch auch schon ein Unterschied. Add-on kostet da so 14 Euro. Oder halt ein DLC. Oder wie auch immer. Also. Oh, 15 Euro kann man sagen, ne? Ist ja eigentlich auch fast Standard. Aber dann halt einfach mal zwei Add-ons für 14 Euro bekommen. Das lohnt sich, ne? Kann man mal machen. Das Kissen scheint ja wahnsinnig lecker zu sein. Das schlabbert da immer noch dran rum. So. Da hätten wir das. Oh mein Gott, das fehlen die Hebel. Ich kann welche bauen. Cool. Gut. So.
Und hier noch ein Masten und dann hier die Bäume weg. So, Verbindung ist da. Das muss da rein. Das muss da draußen so, ne? Da muss hier einer hin und. Nee, das war falsch. Oh, jetzt war Schloss abgerissen. Das wollte ich nicht. Mensch, so. Hier, bam. Okay, jetzt. Ah, es ist doof. Dann früher oder später kriege ich die Erz für 3 Jahre alle wieder, ne? Was? Okay. Da wurde mal eine Mauer kaputt gemacht. Ups. Ja. Und hier. Hier, so, das soll jetzt erstmal reichen. Gut, da ist ja jetzt frei. Und ich habe, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Bänder. Ja, so, ja, das da. 2. So, 4 und 5. Okay. Dann die Teile. So. Okay, dann muss das hier rum und das darum. Hier muss unbedingt Eisenerz. Schub, 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 schub. Und hier auch. Okay. Dann halt hier nochmal so ein Strommasten und jetzt die fehlenden Bänder. Wie immer. Wie üblich. So. Und dann darf ich natürlich nicht die Lesetürme vergessen. Ich hoffe, ich habe welche dabei. Lesetürme. Hallo. Das ist ein Geschützturm. Naja, ist ja nicht verkehrt. 33. Ich glaube, ich spiele. Hühne. Naja, gut. Die können zumindest fürs Erste hier mal ja rumsitzen, ne? Okay. Dass der Kohlezug hier überhaupt leer wird, wundert mich. Ich muss eigentlich nicht ausbauen, aber ich habe ja hier Zeug gebaut für, ne? Oh, ja, das sind Dampfmaschinen und habe ich nicht irgendwo noch da Boiler. Ja, dann werde ich noch mal den Strom ausbauen.